Capital Bra, Samra 100k Cash. Ist es immer noch vom Album jetzt? Directed by Heiko Hammer. Kenn ich nicht. Noch nicht gehört. Hunderttausend Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Alles hat... Gott steht über dem Gesetz. All praise to the Most High. Einmal die Hände in die Kommentare, Freunde. Wenn ihr derselben Meinung seid. Sein Preis und am Ende müsst ihr zahlen. 100.000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz, er lässt euch keine Wahl. Ich einfach Gas und ignoriere die Folgen. Also, ich finde den Kapi... Ich sag dir so, was ich von Kapi auch gefeiert habe, war dieser House-Song. Ich sag dir, der Bruder testet halt viel und ist ein ganz spezieller Künstler so. Für mich auch. Also ist auch ganz schwer, ihn in eine Schublade reinzustecken. Er hat so viele verschiedene Facetten, so viele Arten von Musik auch schon gemacht, dass da kannst du auch immer wieder überrascht werden. Mit so einem House-Song dann auf einmal zum Beispiel oder so, weißt du? Deswegen ist es voll schwer, einen Kapi in eine Schublade reinzustecken. Ich find's halt krass, was er da gerissen hat. So, wie er auf einmal so durch die Decke gegangen ist, so, das ist echt krass. Also der hat da schon was abgeliefert, was man einfach respektieren muss und was auch richtig Spaß gemacht hat zum Zugucken, weißt du? Auch wenn man nicht jeden Song so krass gefühlt und gefeiert hat, auch wenn es teilweise ein bisschen zu viel Drogenmusik für meine Verhältnisse ist, so. Dicker, das musst du respektieren, Bruder. Wenn du nicht respektierst, dann bist du einfach nichts gönner, Digga. Ganz ehrlich. Denn wenn sie mich verfolgen, verschwinde ich in den Wolken. Ich hab zu Gott gebetet und er hat mir geholfen. Hast du ein gutes Herz, dann wirst du geil, Bruder, Gänsehaut. Ich hab zu Gott gebetet und er hat mir geholfen. Das sind genau die Dinger, diese ehrlichen Lines, Bruder, die ich feiere. Ich feiere den Song, auch wenn er mit Bushido zusammen ist, den Song Inshallah, auch sehr krass von Kapi und Bushido. Auch da Kapi sein Part. Ich finde sowas immer geil, Mann, wenn es um Gott geht, wenn es um ein bisschen mit Message ist, so. Und ich finde, Kapi kann das auch gut rüberbringen. So. Ich meine, seine Texte sind jetzt vom Inhalt jetzt nicht die anspruchsvollsten, aber man kann auch mit einfachen Worten so einen Vibe rüberbringen. Auch mit der Stimme und wie du es deliverst, kannst du das auch rüberbringen. Und ich habe halt gerade Gänsehaut kurz gehabt und deswegen... ...genutzt, denn das echte Leben lernst du nicht im Mathekurs. Scheiß drauf, was der Lehrer sagt. Liegst du am Boden, da tritt jeder nach... Aber, Bruder, du kannst von Mathe schon viel lernen, so. Ne? Mathe hat mich auf jeden Fall extrem geprägt in der Kindheit. Ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht Wirtschaftsingenieurwesen studiert hätte und da sehr viel Mathe gelernt hätte. Ach, sie warten nur, bis du einen Fehler machst. Leider sind die meisten Leute nur falsche Freunde, das weiß ich heute. Keiner hat an mich geglaubt, doch ich hab an Gott geglaubt und meine Träume. 100.000. Ist irgendwas gerade? Ist irgendwas gerade mit Freunde und so, weil er da jetzt so eine Ansage gemacht hat, so geht, um was geht's da gerade? Ich sag euch ehrlich, ich bin in diesem Deutschrap-Geschehen auch gerade was beefmäßig und was da so abgeht und so, ich bin nicht mehr so aktuell am Start. Gestehe ich ehrlich. Sollte ich eigentlich, wenn ich dieses Comments Café mache. Aber Comments Café, ich bin halt keine Redaktion, ich bin keine Hip-Hop-Plattform. So, ich bräuchte halt so 3-4 Leute, die sich dann auch über sowas kümmern und mir immer die aktuellen Infos geben. Ich kann nicht mich überall reinsteigern und mich überall reinlesen und mir jedes Video reinziehen, warum wer jetzt wo entfolgt oder geliked hat, weißt du? 1000 Cash, Bratan, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal. Gott steht über dem Gesetz. Schreibt gerade einer in Chat, Kapital und Samra ist irgendwie zu viel geworden. Wäre gut, mal eine Pause zu machen. Und dann freut man sich auch mal wieder, wenn was Neues kommt, okay? Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du da die ganze Zeit am Start bist, so. Für mich ist es jetzt nicht zu viel, weil ich halt das Album jetzt auch nicht durchgehört habe und immer nur mal wieder die Singles höre. Und deswegen ist es halt für mich nicht so, aber für Hardcore-Fans, die immer alles mitkriegen. Aber Kapi ist ja schon immer so einer, der halt relativ viel Gas gibt, was Output angeht. Und seine Zahlen sprechen für ihn, weißt du? Und man muss es halt auch, jeder Künstler muss das für sich so ein bisschen wissen. Und jeder muss das für sich, und wenn er es fühlt, dann soll er es machen, weißt du? Ich fände es nicht gut, wenn er es auf Druck macht und sagt sich so, wenn er sich sagen würde, so, ey, ich muss jetzt irgendwie auf Krampf immer,
Aber wenn er es fühlt, do it. Und ich glaube, er ist einer, er fühlt das, Digga. Ich glaube, er ist einer, der ist einfach jeden Tag im Studio und macht sein Ding. Und wenn er ein geiles Ding fertig hat, dann haut er das raus, weißt du? Es ist keine Wahl, alles hat seinen Preis und am Ende müsst ihr zahlen. Und am Ende müsst ihr zahlen. Sie bilden sich ein, sie wüssten, wie es wäre, ich zu sein. Doch ich ziehe an ihm vorbei. Samra. Samra, Digga. Mit Vida Lila und mit. Wie heißt der andere Song? Ich finde den Song leider nicht mehr. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Mann, fuck, das fuckt mich gerade richtig. Ich habe auf jeden Fall mit diesen zwei Songs, ne? Mit diesen zwei Songs, da habe ich gespürt, Samra, glaube ich, wird noch sehr, 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 sehr viel bewegen im Deutschrap so. Bin ich echt überzeugt davon so. Weil da habe ich gemerkt, was er alles abliefern kann. Ich glaube, in ihm steckt noch viel mehr. Also ich glaube, da steckt noch viel mehr drin als das, was er uns jetzt gerade zeigt so. Weil ich weiß nicht, seine Stimme, seine Art und Weise. Ich glaube, wenn einfach noch ein bisschen, ja, wenn da einfach noch ein bisschen mehr dahinter stecken würde, wird es noch mal komplett anders zerficken. Und ich sehe in ihm echt krass Potenzial. Und ich weiß auch, dass er noch sehr, sehr jung ist so. Und dass die Jahre noch, ich glaube, mit den Jahren wird da noch ein richtig heftigerer Künstler draus so. Mit Lichtgeschwindigkeit, mit Kapital im Benzer drin. Ra, hier geht es nicht ums Geld, wir verbrennen diesen Benjamin. Ich bin nicht perfekt, doch wurde gut erzogen. Teil dein Brot mit Brüdern, nie mit deinem Hurensohn. Ich weiß ganz genau, wer meine Feinde sind. Ficke jeden Einzelnen. Hat halt eine krasse Delivery, seine Stimme und so, das holt einen ab, das holt einen einfach direkt ab. Mir fehlt noch ein bisschen mehr Message in den Texten. Wenn der Bruder noch ein bisschen mehr Message in seinen Texten hätte, mit der Stimme und mit der Delivery, könnte der Sachen sagen und Sachen erzählen, die würden uns komplett ficken. Ich schwör's dir. Mit Mastercard und Visa, und passen zu mein Herz, ein parabenschwarzes Sneaker. 100.000 Cash, Blattern, ich hab's bei. Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal, Gott den Zahlen. 100.000 Cash, Kapital ist fresh und der Preis ist scheißegal, Gott steht über Geil. dem Gesetz. Echt nice, Mann. Finde ich geil. Den Song habe ich gefühlt, Digga. Nee, Katalea war es nicht gewesen. In your production.